Im Herzen des Großherzogtums Luxemburg, Schnittpunkt der romanischen und germanischen Welt. Hier liegt Dommeldange, der nordöstlichste Stadtteil der Stadt Luxemburg. Start- und Zielort der ADAC Moto Classic 2009. Zum vierten Mal führten reizvolle Wanderrouten für die historischen und klassischen Motorräder durch das grüne Herz Europas. In diesem Jahr hatten sage und schreibe 120 Teilnehmer einen der begehrten Startplätze ergattert, um gemeinsam ihre Oldtimer-Leidenschaft auszuleben. Dreh- und Angelpunkt war das Alvis Park Hotel in Dommeldange. Mit seinen 4 Sternen bot es das richtige Ambiente für die Teilnehmer und war der perfekte Ausgangspunkt für die Wanderrouten. Im Foyer des Hotels fand die Anmeldung statt. Hier bekamen die Fahrer ihre Mappen mit Bordkarten und Streckenplänen. Zum Care-Paket gehörten wieder die stilvollen ADAC-Kappen und Poloshirts. Im Magazin zur ADAC Moto Classic 2009 fanden die Teilnehmer interessante Informationen über die Strecken, Ortschaften und Sehenswertes jenseits der Routen. Beim ADAC war man sich sicher, auch dieses Jahr den Geschmack der Biker getroffen zu haben. Schöne Strecken, jedenfalls ideal für Motorradfahrer, die Spaß am Kurvenfahren haben, bergauf, bergab, alles interessante Sachen, keine gefährlichen Sachen, da haben wir wohl sehr drauf aufgepasst. Ne? Aber ansonsten für Motorradfahrer ideale Strecken. Für diesen Fahrspaß reisten die Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Holland und sogar aus Dänemark an. Doch vorher mussten die Fahrer zur technischen Abnahme. Hier überprüfte die DEKRA, ob die historischen Zweiräder in verkehrstauglichem Zustand waren. Die Fahrzeuge sind alle top gepflegt, sind alle teil- und komplett restauriert. Und sie legen sehr viel Wert drauf, die Teilnehmer hier, auf den Zustand der Fahrzeuge, also dass sie technisch auch in Ordnung sind. Also hier haben wir gar keine Beanstandung bis jetzt feststellen können und sind sehr zufrieden mit dem Zustand der Fahrzeuge. Dann gab es die Startnummer, eine DEKRA-Plakette und den ersten Stempel in die Bordkarte. Auch dieses Jahr stand der luxemburgische Partnerclub ACL dem ADAC tatkräftig zur Seite. Hier musste schon vor dem Start Hand angelegt werden. Diese NSU wollte nicht anspringen. Ja, was soll man machen? Nix. Ja, also das keine Ahnung. Beendet, ne? Jetzt fahre ich nach Hause. Nee, kann man nicht machen. Meine Frau und ich haben morgen Hochzeitstag. Freute sie auch. Hier. Doch dank des Geschicks der Pannenhelfer gab sich die NSU einen Ruck und zumindest die ADAC Moto Classic 2009 war für Klaus Heseler gerettet. Der Prolog um den Luke-Pokal führte durch das Müllertal und über Altrier wieder zurück nach Dommeldange. Sozusagen eine Tour zum Aufwärmen von 70 Kilometern Länge. Fahrtleiter Max Deubel schwang am Start die Europaflagge. Für das richtige Timing sorgte die Startuhr der noblen Uhrenmanufaktur Chronoswiss.
So machten sich die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein auf die Piste und wollten nur eins: für ein paar Tage der Hektik des Alltags entfliehen und den Fahrtwind um die Nase spüren. Reisen statt Rasen lautete das Motto. So entstanden aus den bei anderen Oldtimer-Veranstaltungen üblichen Wertungsprüfungen beim ADAC einfach die Wanderpausen, kurz WPs genannt. Insgesamt erwarteten die Teilnehmer 18 Stück. Erstes Zwischenziel an diesem Tag war der Gasthof Le Cigalon im Müllertal. Die Gegend ist bekannt als die kleine Luxemburger Schweiz. Hier hieß es, erst knifflige Fragen lösen, dann stempeln. Den meisten ging es aber weniger um die Punkte, die es für die ausgefüllten Fragebögen gab. Ich habe eine Antwort gegeben, das sehen wir am Ende bei der Siegerehrung. Das ist logisch. Ja. Hauptsache, wir wollen Spaß haben und ein bisschen schön Motorrad fahren. Das ist das Wichtigste. Und deswegen waren die Zweiräder auch schnell wieder auf der Strecke. Die führte weiter durch grüne Täler und idyllische Landschaften. Der ADAC-Tipp des Tages, der imposante Predigtstuhl. Über Stein- und Eisentreppen konnten die Teilnehmer das eigenwillige Felsengebilde erklimmen und von dort die Aussicht genießen. Ob einzeln oder in der Kolonne, jeder Fahrer fand den richtigen Weg, der dank der fleißigen Helfer des ADAC perfekt ausgeschildert war. Der nächste Zwischenstopp führte nach Altrier. Hier trafen sich die Fahrer auf dem herrlichen Platz vor der Kirche, wo sie die Fragen rund um das kleine Land Luxemburg beantworten mussten. Von Altrier aus ging es schließlich zurück nach Dommeldange. Dieser Plattfuß kurz vor dem Ziel war Künstlerpech, aber Ralf Wippig nahm es sportlich gelassen. Nein. Das gehört dazu. Also eine Fahrt, die man nicht beendet, ist eigentlich normal, dass das passiert. Das ist nichts Schlimmes. Doch auch wer problemlos im Ziel ankam, hatte es noch nicht ganz geschafft. Denn hier wartete noch die Abschlussprüfung mit Warmstart, Spurbrett und Bremsprüfung für die Fahrer. Auch für den jüngsten Fahrer im Feld blieben an diesem ersten Tag der ADAC Moto Classic 2009 keine Wünsche offen. Schöne Strecke, schönes Wetter, Motorrad ist einwandfrei gelaufen, was wollen wir mehr? Der Abend stand dann ganz im Zeichen des gemütlichen Beisammenseins und der offiziellen Begrüßung. Zum dritten Mal jetzt hier in der Region Eifel-Luxemburg.
Und ich hoffe, Sie konnten heute schon etwas von dem schönen Land sehen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Hatte es. Der Applaus bewies es. Der stellvertretende Fahrtleiter Hans Kramer präsentierte anschließend die Strecken für die nächsten Tage. Dann gab es die ersten Preise der Veranstaltung. Max Deubel verteilte Gutscheine für hochwertige Schuko-Modelle an den ältesten und den jüngsten Teilnehmer, den Fahrer des ältesten Motorrads und denjenigen mit der weitesten Anreise. Die wohlverdiente Stärkung für die Teilnehmer, ein abwechslungsreiches Buffet. Klar, dass hier mit dem einen oder anderen Gläschen Wein auf den ersten erfolgreichen Tag angestoßen wurde. Am zweiten Tag der ADAC Moto Classic 2009 erwartete die Teilnehmer eine Dreiländerfahrt um den Castrol-Pokal. Auf den 165 Kilometern ging es entlang der Mosel nach Schengen, dann für wenige Meter durch Deutschland, in Frankreich nach Rodemack und in Luxemburg durch die Verdange und Assembourg zurück nach Domoldange. Pünktlich zu den ersten Sonnenstrahlen fanden sich die Fahrer am Startbogen ein. Fällen eine ziemlich qualmige Angelegenheit. Da nicht alle mitgereisten Frauen als Sozia oder im Beiwagen Platz nehmen wollten, hatte sich der ADAC für die Damen mit Unterstützung des ACL ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen. Wir haben ein ganz großes Highlight am Samstag, die Fahrt. Wir fahren zu den Grotten von Han-sur-Lesse in Belgien. Das ist ein Naturspektakel erster Klasse. Heute machen wir eine Stadtbesichtigung Luxemburg und Esch. Und morgen fahren wir nur in die Stadt zum Concours d'Elegance und zur Gleichmäßigkeitsprüfung. Da machen wir nur Busfahrt hin und zurück. Fahrer und Beifahrer gingen stattdessen aufs Pflaster. Es lockte die malerische Strecke nach Schengen entlang traumhafter Weinberge. Auf dem Place de Rupp wurden die Motorradklassiker des vergangenen Jahrhunderts aufgereiht und konnten erstaunt werden. Für den Begleiter von Olaf Bauer ist die ADAC Moto Classic ein tierisches Vergnügen. Mit einem halben Jahr habe ich ihm beigebracht, dass er im Rucksack sitzt und er fährt gerne mit, um dabei zu sein, hat Spaß am Motorradfahren. Und er ist ja auch geschützt mit Kappe und damit er keinen Zug kriegt, hat er eine Brille auf. Und das macht ihm eigentlich großen Spaß. Wenn er weiß, er kann mitkommen, freut er sich immer. Alfie, so sein Name, weiß eben genau, dass er eine echte Attraktion ist. Vor dem obligatorischen Stempel war auch an dieser WP Grips gefragt. Danach konnten die Teilnehmer noch einen Blick auf das Europadenkmal werfen, das an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens erinnert. Anschließend ging es wenige hundert Meter durch Deutschland und dann über eine weitere Grenze, diesmal die französische. Grenzenlos dagegen war das Fahrvergnügen. Das nächste Ziel,
der historische mittelalterliche Kern von Rodemack im Dreiländereck. Dieses Örtchen in Lothringen zählt zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Die Teilnehmer konnten sich davon bei ihrem Stempelstopp überzeugen. Detlef Becker vom ADAC Motoclassic-Sponsor Castrol teilt die Begeisterung für die Motorradklassiker. Wir haben eine unheimlich lange Tradition mit unseren Castrol-Produkten seit über 100 Jahren. Und es fing alles an mit Motorrädern. Und das gehört zur Marke, das ist das Markenimage. Wir haben auch nach wie vor Produkte für diese Fahrzeuge. Und das gehört einfach dazu. Und es ist eine tolle Veranstaltung, eine tolle Idee, dass man nach wie vor diese Fahrzeuge lebt und dass die alle noch gefahren werden. Sowas muss man einfach unterstützen. Klar, damit auf der ADAC Motoclassic alles reibungslos verläuft. Zurück auf der Strecke ging es weiter über französischen Boden. Erst kurz vor der nächsten Wanderpause passierten die Zweiräder wieder die Grenze zu Luxemburg. Auf dem Marktplatz in Differdange warteten bereits zahlreiche Schaulustige auf die einfahrenden Motorrad-Oldies. Eine echte Attraktion. Es ist wunderbar für Motorradtourismus in Luxemburg noch ein bisschen dem Publikum näher zu bringen. Es ist ja Motorradwandern, es ist ja nicht Motorradrennen. Das kommt bei den Leuten ganz gut an und wir haben auch schöne Angebote auch für Motorradfahrer in Hotels in Luxemburg. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten die Teilnehmer eine schmuckvolle Blumenuhr. Hier bekamen sie nach Beantwortung der Wertungsfragen ihren nächsten Stempel ins Bordbuch. Und vom Partner Castrol gab es zusätzlich ein Puzzle. Auf alle, die es zusammenbekamen, wartete im Hotel eine Überraschung. Ein Teilnehmer war, ganz untypisch für die ADAC Motoclassic, mit einem Auto unterwegs. Also ein Fahrradunfall, bin gestürzt und das war jetzt kurz vor der Veranstaltung und konnte natürlich aus dem Grund mit dem Motorrad nicht teilnehmen, weil ich das Knie nicht abwinkeln kann. Habe mich dann entschlossen, mit einem kleinen Automatikauto nebenher zu fahren. Dabei sein ist eben alles. Zur Not auch auf 4 statt auf 2 Rädern. Ein Blick auf die Blumenuhr verriet es. Zeit für die Weiterfahrt. Und so machten sich die Teilnehmer nach und nach wieder auf die Strecke. Sonnendurchflutete Wälder, malerische Felder und enge Kurven boten eine gelungene Abwechslung. Immer dabei die gelben Engel vom ADAC und ACL. Die nächste Wanderpause in La Sauvage lag inmitten eines kreisrunden Tals. Über einen kleinen Waldweg ging es hier zum Mittagessen. In der Auberge de la Promenade spendierte der Bürgermeister von Differdange den Imbiss. Und der kam heute vom Grill.
Gestärkt ging es an die nächste Herausforderung, das Oldtimer-Malen. Der Kreativität waren hier keine Grenzen gesetzt. Maler erkannt als surrealistisch. Banque de Luxembourg, Tresor leer und darüber ein strahlender Motorradfahrer. Ne? Nicht schlecht. Ein geschultes Auge war bei der Beantwortung des Fragebogens erforderlich. Denn hier sollten die Biker alte Motorradmodelle erkennen und benennen. Eine knifflige Angelegenheit. Zurück auf der Piste. In den malerischen Kleinstädten gab es so manche beeindruckende Fassade zu bestaunen. Das erste Ziel war das Schloss Asemburg im Tal der Sieben Schlösser. In den labyrinthartigen Gängen des französischen Gartens konnten die Teilnehmer ihre Orientierung unter Beweis stellen oder einfach die Stille hier genießen. Anschließend wartete noch der Castrol-Fragebogen auf seine Beantwortung, bevor es durch den imposanten Torbogen weiterging. Die letzte WP war absolviert und die Zieleinfahrt war nicht mehr weit. Vor dem Abkühlen der Motoren wartete im Ziel noch eine Herausforderung auf die Fahrer. Zwei Runden drehen und dann wieder rausfahren. Und hier wieder an der Linie, so wie sie jetzt stehen, zum Stehen kommt. Eine Aufgabe, die von den Fahrern meisterlich gelöst wurde. Im Hotelfoyer gab es als Belohnung für die Puzzlearbeit wertvolle Blechschilder von Castrol. Zum Abendprogramm ging es mit Bussen nach Straßen in die Waldhütte am Freiheitsbaum. Ein Zauberkünstler verkürzte hier die Wartezeit auf das rustikale Menü. Dann wurde das Buffet eröffnet und es konnte nach Herzenslust geschlemmt werden. Der dritte Tag der ADAC Motor Classic 2009. Es ging auf 90 Kilometern um den Motorrad-Klassik-Pokal. Die Strecke führte zuerst wieder Richtung Mosel, dann ging es über Mondorf-les-Bains nach Luxemburg-Stadt zum Concours d'Elegance. Thomas Stutz testete das ADAC Oldtimer-Wandern für die Fachzeitschrift Motorrad Klassik mit einer frisch restaurierten Honda CB250, die auch im Heft vorgestellt wurde. Ich finde es toll, also es macht viel Spaß. Ich finde klasse die Bandbreite an Maschinen, die man hier sieht. Wir haben unheimliches Glück mit dem Wetter. Das ist natürlich
genial. Und von der Organisation her, finde ich, ist es wirklich toll gemacht. Da steckt ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Vom Start aus ging es erstmal in Richtung Osten. Ein Stück die Mosel entlang. So manches Mal mussten sich hier Fahrer und Co-Piloten nicht nur ins Zeug, sondern auch in die Kurven legen. An der französischen Grenze in Mondorf-les-Bains erwartete die Teilnehmer die erste Wanderpause des Tages. Mit ihren 13 und 14 Jahren fanden die beiden Jüngsten im Feld das Oldtimer-Wandern einfach nur spitze. Einer der Gründe? Dass man nicht genau weiß, wie weit das man kommt, dass also ein gewisses Risiko halt immer besteht, dass man stehen bleibt oder so. Es ist gemütlicher, also es ist nicht so Rasen und so und dann auch nicht so gefährlich. Brenzlig wurde es höchstens, wenn sich mehrere rauchende Köpfe bei den Wertungsfragen nicht sicher waren und auch der Telefonjoker nicht helfen konnte. Einen Stempel gab es natürlich trotzdem. Die weitere Strecke führte bergauf und bergab an den wunderschönen Hängen der Weinberge vorbei. Während sich andere mit schwerem Geschütz durch die Reihen kämpften, genossen die Teilnehmer die gemütliche Spazierfahrt. Nächster Treffpunkt war der amerikanische Friedhof kurz vor den Stadttoren von Luxemburg. Hier konnten Fahrer und Co-Piloten das Ehrenmal mit den Gräbern besichtigen und sich ihren nächsten Stempel abholen. Anschließend ging es gruppenweise und mit Polizeieskorte in die Innenstadt von Luxemburg. Das Großherzogtum vereint als bedeutender Finanzplatz und Regierungssitz der EU internationales Flair gepaart mit provinziellem Charme. Auf dem Place Guillaume, zu Deutsch Wilhelmsplatz, stand der Concours d'Elegance auf dem Programm. Der Schönheitswettbewerb der ADAC Moto Classic 2009. Rund um das Reiterstandbild Wilhelm II. Stellten die stolzen Besitzer ihre zweirädrigen Raritäten auf. Es dauerte nicht lange, bis die zu einem begehrten Fotomotiv wurden. Die Jury schaute hier natürlich besonders genau hin. Schließlich wurden die Schönsten der Schönen in den drei Wertungsklassen gesucht. Concours d'Elegance soll elegant sein, also sauber und schön sein. Aber nicht nur das, wir schauen natürlich auch auf die Originalität. Das heißt zum Beispiel Millimeterschrauben nicht bei einer englischen Maschine zu gebrauchen. Dann kein Rost oder verwendet im Fahren, das immer wieder sauber machen und wieder auseinanderbauen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der Chrom polieren, aber nicht schauen, ob die Mücken von heute noch dran sind. Keine leichte Entscheidung für die Jury bei der Vielzahl wunderschöner Motorradklassiker.
und die wurden den Zuschauern anschließend bei der Gleichmäßigkeitsprüfung um den Dekra-Pokal in Aktion präsentiert. Die Fahrer sollten den Parcours mit Pause in einer bestimmten Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Es kam also aufs richtige Timing an. Und das sorgte für Begeisterung auf beiden Seiten der Absperrung. Die Prüforganisation Dekra ist von Anfang an als Partner der ADAC Moto Classic dabei. Wir unterstützen die ADAC Moto Classic inzwischen seit Jahren und vor allem um uns als Partner für historische Fahrzeuge, hier im speziellen Fall für Motorräder, zu präsentieren. Wir treffen hier einfach die richtigen Kunden und wir sind jedes Jahr, wenn die Moto Classic stattfindet, mit Freude dabei. Nach der Gleichmäßigkeitsprüfung konnten die Teilnehmer den Rest des Tages ganz nach ihrem Geschmack gestalten. Stolz und zufrieden waren nicht nur die Fahrer, sondern auch die Co-Piloten. Die Menschenmassen haben mir gefallen. Das fand ich gut. Wir haben auch einen kleinen Rundgang gemacht, haben uns die Altstadt angesehen. Fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Unten die Festung mit dem das Kloster. Soll ja ehemals ein Gefängnis gewesen sein, habe ich gehört. Nee, war alles sehr schön, hat mir gut gefallen. Und so neigte sich ein weiterer erlebnisreicher Tag dem Ende entgegen. Der vierte und letzte Wandertag, diesmal um den Schubert-Pokal. Die 170 Kilometer lange Strecke führte über Marienthal und Usel-Dornsch ins nördlichste Luxemburg nach Heisterbronn und zurück über Beaufort ins Ziel nach Dommeldonsch. Die 170 Kilometer des Tages, für die Fahrer nochmal eine echte Herausforderung. Besonders, wenn es einem der Zweirad-Oldie nicht ganz leicht macht. Weil die anderen Motorräder das Gas auf der rechten Seite haben. Hier ist auf der rechten Seite die Zündverstellung. Also man muss viel umdenken. Auch die Gänge liegen anders. Man muss wirklich im Kopf ständig mitdenken, was machst du denn jetzt, sonst verschallst du dich oder wirfst das Motorrad ab. Also das ist nicht ganz so einfach. Aber Spaß macht es trotzdem oder gerade wegen der eigenwilligen Technik der Motorradklassiker. Und so waren die 120 Oldtimer wieder am Start. Für die heutige Tour hieß es warm einpacken, denn am letzten Tag der ADAC Moto Classic 2009 meinte es Petrus nicht mehr ganz so gut, auch wenn es keinen Regen gab. Auf dem Weg zur ersten WP dieser Etappe konnten die Teilnehmer die kurvenreiche Strecke noch mal in vollen Zügen genießen. Die Wanderpause wurde im Tal der Sieben Schlösser am Schloss Marienthal eingelegt. Hier mussten die Teilnehmer wieder einen Fragebogen beantworten, bevor es den üblichen Stempel gab. Anschließend ging es für einen kurzen Zwischenstopp nach Usel-Dornsch auf dem Platz vor der Burgruine.
Entlang der Sauer bot sich den Fahrern und Co-Piloten anschließend dieser malerische Blick auf Burgruinen und alte Stadtmauern. An der nächsten WP in Heistergron war der Mittagstisch. Mit Blick auf ihre Schmuckstücke schmeckte das den Teilnehmern gleich doppelt so gut. Auch der mit seinen 80 Jahren älteste Teilnehmer der Moto Classic 2009, der ADAC-Ehrenpräsident Otto Flimm, hatte jeden Kilometer mit seiner BMW R60 genossen. Ich habe keine Probleme. Gestern Abend bin ich sogar etwas früher mal irgendwo im Bett. Für mich ist das sehr, sehr früh. Heute Morgen, weil ich weiß, die Strecke ein bisschen größer war, wollte ich fit sein. Nein, ich habe keine Probleme. Ich hoffe auch in 2 Jahren keine zu haben. Und so war auch er pünktlich zur Weiterfahrt wieder fest im Sattel. Kurve um Kurve ging es weiter durch die zahlreichen Wälder nach Burscheid. Über einen engen Feldweg gelangten die Motorradklassiker dort zum Napoleonsbäumchen. Hier konnten die Motorradenthusiasten die herrliche Aussicht genießen. Auf dem Weg zur letzten WP zeigte sich die malerische Landschaft nochmal von ihrer besten Seite. Letzter Stopp, der Parkplatz vor dem Schloss Beaufort. Das wurde im Jahr 1200 auf den Überresten einer römischen Burg erbaut. Wer wollte, konnte das Schloss besichtigen. Zeit für ein erstes Resümee. Es hat uns sehr gut gefallen. Die Touren waren wunderbar ausgesucht und wurden auch sehr gut ausgeschildert, sodass wir da auch alles gut gefunden haben. Und das Wetter hat gepasst, war ja bis gestern Bombenwetter, weil schon ein bisschen zu warm. Und heute eigentlich sehr angenehm zum Motorradfahren. Und wollen wir hoffen, dass nicht noch ein bisschen Regen kommt. Dann kommen wir noch trocken wieder ins Hotel und das wäre natürlich sehr schön. Und dieser Wunsch sollte ihr und den anderen Teilnehmern erfüllt werden.
trockenen Fußes und Rades kamen alle im Ziel an. Viele verstauten hier ihre kostbaren Schmuckstücke sofort, sicher auf dem Anhänger oder im Kofferraum. Zufriedene Gesichter, wohin man schaute. Auch bei denen, für die die ADAC Moto Classic Arbeit bedeutet. Macht natürlich Spaß, ist eine schöne Abwechslung vom täglichen Alltag. Wenn man leider nur fast nur noch neue Autos hat und Motorräder, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Krönender Abschluss der Veranstaltung, die Siegerehrung mit Sektempfang. Schließlich gab es etwas zu feiern. Die Glastrophäen strahlten bereits mit den Gästen um die Wette und warteten auf die Sieger der Gesamtwertung und des Concours d'Elegance. Der Präsident des Veteranenfahrzeugverbandes, Willi Hof, der selbst mitgefahren und Jurymitglied war, stellte die Sieger und ihre Maschinen vor. Der Veteranenfahrzeugverband, der 2009 sein 50-jähriges Jubiläum feiern konnte, wertet die ADAC Moto Classic übrigens für das VfV-Sportabzeichen. Die Aufgabe als Jurymitglied für Willi Hof nicht nur eine besondere Verantwortung. Ich bin mir der Ehre bewusst, bei einer solchen illustren Veranstaltung in der Jury zu sein, die das schönste Motorrad küren soll. Die Tagessieger konnten sich auf wertvolle Preise der Sponsoren freuen. Doch nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Organisatoren waren mehr als zufrieden. Das, was wir uns vorgenommen haben, war eine erfolgreiche Veranstaltung, die fehlerfrei und unfallfrei über die Bühne geht. Und das haben wir voll erreicht. Und dann war es soweit. Der Gesamtsieger der ADAC Moto Classic 2009 wurde gekürt. Und der hatte überhaupt nicht mit seinem Erfolg gerechnet. Was mir das bedeutet? Es freut mich. Als alternden Helden, sozusagen. Ja. Ich bin mittlerweile gut 75 Jahre alt. Mein Motorrad ist etwas jünger. Das hat mich dann eben zum Sieg getragen. Der Galaabend war der gelungene Abschluss einer rundum gelungenen Veranstaltung. Grund zum Feiern gab es für alle und die Vorfreude auf ein Wiedersehen in spätestens 2 Jahren bei der ADAC Moto Classic 2011.